Und weiter geht's. Den finsteren Wald haben wir geschafft. Und wir gucken mal weiter. Wir wollen natürlich hier runter in die Hölle, um zum Berg zu gelangen. Und zwar Feuergrotte. Die Feuergrotte können wir tatsächlich. Warten wir mal ab. Nö, da will ich nicht rein. Doch, wollen wir. Wir sind noch im finsteren Wald. Die Level haben die echt schön verbunden. Abwärts. Aufzug-Action. Dürfen nicht an die Stacheln kommen. Mich wundert es, dass wir noch keinen Herzcontainer haben. Haben wir schon einen Herzcontainer? Moment. Können wir natürlich mit dem magischen Umhang machen. Aber wir können es auch hier mitmachen. Münzen. Können so ein bisschen in die Wand reinlaufen. Läuft also auch ganz gechillt. Scrolling-Level von oben nach unten halt, ne? Mehr sind die Dinger ja nicht. Da kommt gleich noch eine etwas schwierigere Stelle. Kriegen wir aber alles hin. Hier zum Beispiel. Das ist die etwas schwierigere Stelle. Tada. Noch einen mitgenommen. Jetzt müssen wir so langsam nach hier. Achso, wir haben Herzen voll. Die werden dann doch von Welt zu Welt aufgeladen, immerhin. Der Zwischenboss erwartet uns hier ein bisschen früher. Grandios. Grandios. Hopp. Er ist jetzt auch nicht der schwerste. Hopp. Ich glaube, einen noch. Ja. Genau. Wir können aber immer voll schießen, solange wir nur ein bisschen Energie haben. Damit wäre die erste Stage auch geschafft. Moment. Wir verwandeln uns natürlich in das neue Kostüm nur als Mickey Maus. Bei Feuer Glas zerbrechen. Ja. Wir werden noch sehen, was er. Ja, wir werden jetzt schon sehen, was der Feuerwehrschlauch kann. Super, ne? Das nützlichste Item, wie ich finde. Und er hält auch eine Weile, muss man einfach so sagen. Braucht du. Ne, der muss da runter. Einen Moment. Reicht das schon? Ja. Die müssten wir bei Genie auch schon gesehen haben. Also man merkt die Parallelen in den Disney-Spielen bei Capcom. Hopp. Oh, ein Geheimgang. So, guck mal, was hier drin ist. Da kann man dann so ein bisschen durchscrollen. Also alles nichts Großartiges. Münzen. Oh, wir haben den Shop im letzten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Shop im. Ich weiß nicht immer, wo die Shops sind. Vielleicht sehen wir noch einen. Auch wenn wir hier ins Feuer springen, da passiert uns nicht viel. Da werden wir nur kurz zurückgeworfen. Ja, und die Dinger können auch angezündet werden. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, das macht uns Aua. Ich weiß nicht, warum ich den Drang habe, hier oben lang zu gehen. Ich weiß, dass es hier mehrere. Ja. Mehrere geheime Wege gibt, von denen wir gerade einen ausprobieren. Hier sind extra Leben drin. So sehen die extra Leben aus.
Man sollte da natürlich nicht so dran kommen, aber so Pros wie ich machen das halt. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Ja, das hält ja eine Weile. Hopp. Und hopp. Jetzt haben wir für das eine extra Leben einen ganzen Batzen Energie vergeudet. Aber die füllen wir auch hier wieder auf. Hopp, hopp. 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 Ja, der ist tatsächlich wichtig. Hier bleiben wir mal ein bisschen drauf stehen, damit ihr uns hochfährt. Hier ist nämlich ein Herzcontainer drin. Nee, Geld. Mist. Wäre aber zu schön gewesen. Hä? Tja. So, vielleicht treffen wir nochmal auf den Shop. Den Shop im ersten Level habe ich eigentlich auch nur gefunden, weil ich die Karte im Club Nintendo habe. Das war nämlich immer ganz cool. Das waren auch so Komplettlösungen. Die haben dann die Karten auch immer noch damit eingebunden. So, da wir den hier einfach nicht so oft brauchen. Einmal. Zweimal. Umziehen. Genau. Wupp. Wuppdidu, würde ich mal sagen. Tada. Braucht man nicht wirklich, aber hier war es wichtig, genau. Was gab's denn da unten nochmal? Hm, vielleicht auch einfach als Mickey Maus. Ich möchte wissen, was es da unten gibt. Mhm. So, jetzt aber. Fahr mich runter. Für Münzen. Ernsthaft. Ich weiß, dass es in diesem Spiel Herzcontainer gab. So, hoch da. Okay. Challenge. Ich weiß noch nicht, wo es sie gab. Das funktioniert unter Wasser leider nicht. Hopp. Ach, ja, dann eben als du. So. Hier gibt es auch noch einen Geheimgang. Oh, dann habe ich alle Geheimgänge, die ich noch wusste. Kannst du dich ja unter Wasser umziehen? Jo. Ich glaube, hier unten müssen wir lang. Ganz einfach, weil... Da ist er, der Herzcontainer. Weil er hier unter Wasser halt atmen kann, ne? Die würden uns zerquetschen. Deshalb ist er hier auch eine gute Wahl. Da kommt das Wasser nicht hin. Da springen wir drüber. Und da sind wir. Ich weiß auch nicht, was wir machen würden, wenn... also wenn es leer ist, ich weiß nicht. Ja, doch, das reicht. Hier, das ist auch ein bisschen tricky. Da ist ein extra Leben drin. So. Und hätten wir das nicht geschafft, würde es dann da unten landen. So. Aber 5 Leben sind eine gute Quote. Mhm. Ja, das kann ich auch schon mal besser. Ja. Achso, den könnten sie auch noch holen. Den Hydranten. Weil in einem so einem Hydranten sehr viel Geld ist. Hm, schaffen wir es doch nochmal? Gut. Hm. Ich weiß, dass das auf Zeit geht, keine Sorge. So, jetzt aber. Da hoch. Thank you.
Also auf den dritten hier reicht das. In diese Richtung. Und hier. Und nochmal. Und noch einen. Und wenn ich jetzt so mache... Da ist der Shop. Ja. Ja, wir können... Also hier verbraucht das die Hälfte. Das hier füllt das immer ganz auf. So. Und ich glaube, den können wir nur kaufen, wenn wir den nicht gefunden haben. So. Supi. Hauptsache wieder voll. Das Level ist auch gleich vorbei, also deshalb habe ich mir auch keine Sorgen um die Zeit gemacht. Die Level sind ja alle ja recht kurz. Nicht so kurz wie bei Aladdin, weil ich ja ordentlich rumtrödel. 3, 4, kommt der Boss jetzt hier? Oh, es reimt sich. Yep. Man muss nur auf der richtigen Seite stehen bei dem Boss. Den kriegen wir mit einer Tankfüllung down. So, jetzt dreht sich das Ding gleich. Na? So. Jetzt dreht sich das gleich ganz schnell. Wenn die Dinger die Plattform entzünden, dann und wir das löschen, ist dann Hydrant drauf. Kommt es euch auch vor, dass die Zwischenbosse schwerer sind als die richtigen? So, Münzen bekommen wir 30. Und wir wollen über den Berg zur Eiswelt. Carlos Gipfel. Hälfte ist geschafft. Letztes Kostüm. Das muss eben so sein. Oh je, Mickey, ich habe Pluto noch nicht gefunden. Dabei habe ich überall nach ihm gesucht. Außer in den Bergen. Vielleicht kannst du dich dort mal umschauen. Ich leihe dir gerne mein Steigeisen und dieses Seil, das mir alles sowieso nicht passt. Sieht aus, als könntest du jede Hilfe gebrauchen, die du kriegen kannst. Wir machen jetzt keine Sperenzchen, springen einfach rein. Haben alle Kostüme. Passt Mickey perfekt. So, die Stage fällt mir am schwersten. Wir können uns ein bisschen länger machen. Ja, ich zeige euch gleich eine Stelle, die ich nie geschafft habe. Übrigens, ihr merkt schon, das Ding hat kein Passwortsystem. Das muss man in einem Rutsch durchspielen. Hopp. Und hopp. Achso, ja, das funktioniert so. Hopp. Oh, immer noch nicht down. So. Also wir können damit auch klettern. Hopp. Ich weiß ungefähr, wo der Shop hier versteckt ist, aber der ist ziemlich assi versteckt und wir brauchen es sowieso nicht. Die können wir jetzt, damit können wir zwar keine Gegner besiegen, aber es ihnen ein bisschen schwieriger machen. Hopp, 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 hopp. Fertig. Ups. Ja, Mickey klettert, also steigt gerade nach oben, aber wenn er quasi auf etwas klettert, bleibt es stehen, aber diese Plattformen fliegen dann trotzdem weg. Ja, diese Stage ist schwierig, da passiert noch nichts, aber ihr hört schon Winde nach unten. Das bedeutet Ärger. Aber der Sound kommt, bevor die Winde kommen. Hängen wir aber an so einem Ding dran, passiert uns nichts. Äpfel. So, diese Sache hier, wow, denkt man sich, warum kann man da langlaufen? Deswegen, das hier muss man jetzt ein bisschen üben. Und ich kannte das halt nicht, dass man, wenn man auf Seite drückt, dass es dann... Diese blöden Vögel, ey. Kannte das halt nicht, dass das dann respawn auch macht.
Ach, drauf geschissen. Hier. Hier braucht man das nämlich. Das geht noch so. Doofe Biene. Aber, nö. Hier dann wohl doch nicht. Ich habe als Kind ganz lange gebraucht. Ich habe mein Super Nintendo habe ich mir damals selber zusammengespart von meinem Taschengeld in der 2. Klasse. Und, ja. Das war halt ganz cool. 199 Mark hat das noch gekostet. Wenn man runterfällt, kann man sich hier noch langhangeln und kommt dann hier wieder hoch. Ist ein bisschen schwieriger. Muss ich euch auch nicht zeigen. Hier schon der Boss? Wir haben noch gar keinen Zwischenboss gehabt. Das ist aber der Boss von der Stage. Ja, okay. Oh. Ja, der kann uns nämlich aus dem... Nein, 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 nein! So. Da kommen Vögel rausgebrütet. So, damit kann er uns aus dem Bildschirm kicken. So. Hauptsache, du bekommst die Vögel da nicht raus. Da habt ihr die Vögel gesehen. Hopp. Und hierhin. Und hier hin. Hier ist schon ein bisschen. Ah! Da, nimm das. Und das. Warum bist du noch nicht besiegt? Man könnte ihn auch mit dem Zauberer angreifen. Da ist er pink. Nein! Oh, der Schleim ist mies. Bam! Aber ich habe auch keine Lust, mich jedes Mal umzuziehen und... So, geht das. Kaputt. Da gab es wieder was. Ja, 50 Münzen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.